Lasst ein Like und Abo da, das wird der Gnu schnell klar. Freuen wird sie sich sehr und Videos gibt's auch viel mehr. Danke an. Und für dieses epische Intro. Zu riesigen Nebenwirkungen schreiben Sie auch Ihr Intro in Kommentare oder lassen Sie's. Schallöchen, meine lieben Popöchen, willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich mich selbstständig. Ich würde sagen, wir spielen den wohl abgefahrensten Farming-Simulator, denn wir werden heute nicht farmen, keine Kühe melken oder sonstiges, sondern wir erstellen eine Botox-Farm, in der wir Hintern am Fließband erstellen, Brüste am Fließband erstellen, Lippen und Co. Und das muss alles schnell gehen, denn es wird ein so gesehenes Botox-to-go oder Hintern-to-go-Studio werden. Das hört sich abartig an, das ist es auch. Aber ich werde sagen, ich werde die größte Botox-Farm der Welt besitzen. Deswegen kommt rein in meine Massenmenschhaltung, in der ich heute einige Körperteile verschandeln werde. Heute habe ich tolle Croissant-Füllungen von ich glaube, ich platze gleich und ich will einfach nur Cash machen. Mal schauen, was für Opfer heute in meine Praxis kommen. Falls ihr auch Lust habt, ihr seid herzlich nicht eingeladen. Und jetzt gehen wir rein. So, das ist also meine Praxis hier. Lass erst mal ankommen. Also, ich kann auf jeden Fall eine Kassiererin noch bestellen. Ich kann quasi meine Preise für die Produkte, fürs Injizieren erhöhen. Ich kann den und schneller ich kann machen, schneller machen, mehr arbeiten und interessant. Wir nehmen mal noch ein bisschen Gel. Okay, jetzt sind wir voll. Und ach, herrje, was ist denn das? Okay, dann legen wir das mal hier hin. So, eins. Oh, da kommt schon die erste Kundin, oder? Oh, oh mein Gott! Übrigens, ich habe jetzt übrigens eine 90-Tage-Challenge gestartet. Folgt gerne meinem Drittkanal. Am 1. Mai werde ich das Ergebnis zeigen. Ich finde, es ist schon sehr beachtlich. Deswegen lasst Liebe da. Und da kommen auch alle Videos mit Julian, Maxi und Rezo, die ich aufgenommen habe. Wird also nice. Und auf dem Zweitkanal findet ihr alles an Games, die ihr euch hier immer so wünscht, die aber auf den Kanal nicht passen. Deswegen checkt auch den gerne ab. Oh nein, da kommt schon die nächste. Oh nein. Ich erstelle die neue Armee der großen Hintern. Das ist ja schrecklich. Kannst du bitte mal aufhören? Aber ich habe schon Kohle, mir was Neues. Oh, es ist schon ein zweiter Tisch. Oh nein, ich komme gar nicht hinterher. Oh nein, bitte, Girls, nein. Die wollen alle gleich aussehen. Das ist so schrecklich. Ja, ja, danke für euer Geld. Ey, das ist fürchterlich. Ich fühle mich richtig schäbig. Oh nein, das ist schon die nächste. Wie viel kostet das eigentlich, den Tisch zu machen? Kann ich das Geld mitnehmen? Ich komme nicht nach. Zu viel Fette. So, wir holen uns auf jeden Fall eine Kassiererin. So, oh Gott, danke schön. Ich hole noch ein bisschen Gel. Das ist eingeschmolzenes Fett übrigens hier von anderen Menschen. Wir haben anderen Menschen Fett aus dem Körper gezogen und haben das hier wie vorne wie so Butter eingelagert und spritzen das anderen Leuten ein. So, ich habe doch jetzt eine Kassiererin, oder? Sehr gut, Girl. Dankeschön für die Kohle. Dann kann ich mir schon was Neues leisten. Ich muss upgraden. Cashier Speed. Okay, dass sie schneller ist. Ich tue noch mal einen Arbeiter anstellen. Das ist sehr gut. Leute, ich bin eine richtige Businesswoman hier. Schaut mal, wie das läuft. Geil. Ich glaube, wir können uns trauen, hier noch ein weiteres Gerät aufzumachen, Leute. So, nochmal mehr dicke Erde. Wo kommen die eigentlich alle her, Mann? Ich kann nicht mehr. Komm, wir holen noch eine Maschine. Ich werde langsam Geld geil. Mehr Butter. Ey, wir rennen mir den Laden ein. Das ist ja wie bei McDonald's hier. Könnt ihr bitte aufhören? Meine Mitarbeiterin kommt gar nicht nach mit Auffüllen. Das muss ich wieder helfen. Mann, Girl, schneller. Du sollst ein paar mehr nehmen. Nicht nur ein Stack. Nimm das Fett und schicht es drauf. So, wir brauchen mehr Kunden. Redet den Leuten mehr ein, dass dicke Äste gebraucht werden, verdammt. So, Drug Price. Wir machen es mal teurer, oder? Komm, wir machen es mal teurer. Das ist Fett von adligen Menschen. Und wir brauchen noch ein bisschen. Der Kassierer muss noch ein bisschen schneller werden. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Boah, haben wir viel Kohle liegen. Geil, Mann. Das läuft ja richtig gut. Das läuft ja wie am Schnürchen hier, Leute, ey. Mehr Geld, mehr Fett. Ein bisschen Letter hier noch rein, sehr schön. Die rennen hier alle rein, das ist wirklich schlimm. Hat wieder irgendeine Influencerin Werbung für meinen Laden gemacht. So, was geht hier hinten? Wieder Cash, sehr gut. Was kann ich hier machen? Oh mein Gott, dafür habe ich jetzt Geld ausgegeben, für so einen verdammten Tisch. Ich erweitere jetzt mal, ich will mich ein bisschen mehr ausbauen. Und dann hole ich mir noch eine Mitarbeiterin, das wird hier ja gar nichts. So, wie lange halten die Hintern eigentlich? Hält es nur einen Tag oder warum kommen die ganze Zeit wieder? So, oh. Und jetzt? Was kann ich hier mehr Maschinen? Unit Upgrades. Hey, wie viel kann ich hier eigentlich machen, Mann? Was ist denn hier? Was kann ich denn hier upgraden? Okay, was geht dann hier? Oh, wir haben was Neues. Unit Price? Was passiert hier so? Ach, da können wir was Neues herstellen. Oh, look at this. Es gibt noch mehrere Angebote, die wir haben, außer nicht groß zu machen. So, was gibt's hier noch? Unit Speed. Was auch immer das hier bedeutet. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Oh, Hilfe. Oh nein! Oh nein!
Oh nein, bitte nicht! Nein, ich bin rausgeglitscht. Ich komme nicht mehr in meine Praxis rein. Nein. I hurt myself today. Okay, gut. Alles ist in bester Ordnung. Es ist nie was passiert. Kommt schon, Leute. Wir wollen ein bisschen mehr Asses haben hier. So, und ein bisschen teurer, finde ich, könnte ich schon noch werden. Ist ja gar nichts. $14. Kein Wunder, dass die alle kommen. Wir müssen teurer werden, Leute. Mach mal so hoch, wie es geht. Jetzt drück den Preis hoch. So, wir haben jetzt den absolut teuersten Preis, den man haben kann. Schneller, Girls, schneller, Girls. Wir brauchen mehr große Hintern. So, was kommt hier jetzt Neues hin? Mann, hier oder das? Oh, wir haben eine neue Maschine. Sehr gut. Wir bieten jetzt auch neue Operationen an. Alles rund um die Aufspritzung. Was ist denn jetzt eigentlich? Das will ich jetzt mal gern wissen. Was wird hier jetzt angeboten? Oh, was kriegt die denn jetzt? Wir brauchen hier unbedingt ein bisschen Material. Bringt mal was. Hier hinten, Leute. Das muss ich jetzt selber hinbringen, weil die es nicht schnallen oder was? Mann, ey. Alles muss man selber machen. So, die sind mit zu vielen Maschinen überfordert. Die kommen überhaupt nicht nach. So, jetzt gucken wir mal, was wir da hinten eröffnet haben. So, was gibt's hier jetzt Feines? So, was, oh mein Gott, dicke Lippen, oder? Oh mein Gott! Oh nein, und die war schon mal bei uns. Was gibt's denn hier? Oh, hier gibt's auch wieder was Neues. Oh, Custom Speed, extra Money. Oh, Leute, wir müssen hier alles voll machen. Geil. Schaut mal, wie viel sich hier schon stapelt. Nice. Her damit. Oh, wir haben noch eine Maschine. Verdammt. Was füge ich da ein? Die kommt auch direkt. Die will auch direkt die Lippen gemacht bekommen. Mein Gott, das ist so schrecklich einfach. Ich fühle mich so, oh mein Gott, wie ich die Spritze da reinjage. Es ist einfach so schäbig. Ich muss echt dafür sorgen, dass alle gleich aussehen auf der Welt. Und sie sehen auch alle gleich aus auf der Welt. So, jetzt kann ich das aber hier vergrößern, oder? So. Und wir haben... Oh, was ist denn das hier? Aha. Das sind bestimmt auch wieder neue Geräte. Oh Mann, das ist so viel. Ich muss das alles noch freischalten. So, Leute, ich habe jetzt alles geupgradet. Ich bin schnell, ich habe Kohle, ich habe Bock. Und jetzt gucken wir mal, wie schnell wir hier vorankommen. Und ich kann jetzt schon, ich hoffe, eine neue Maschine erstellen. Oh, was ist denn das? Oh, da geht schon eine rein. Was ist das? Was, ich will mal gucken, was das ist. Ach so, die werden jetzt noch sonnengebräunt. Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Oh Gott. Ich mache jetzt einfach mal das hier. Ah, okay, hier haben wir noch so eine Maschine. Ist gut. Ist gut, 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 gut. Machen wir das hier nochmal. Ich schalte jetzt alles frei, Leute. Alles oder nichts. Let's go. Oh, hier haben wir nochmal so ein Gerät. Okay. Oh mein Gott, das hört einfach nicht auf, ne? Das ist never ending story. Hier tun wir noch ein bisschen Butter drauf. Ey, wie viele Kühe mussten wir dafür melken? Let's go, Leute. Da liegt wieder jemand, der nicht behandelt wird. Mehr, mehr, mehr. Schneller, schneller, schneller. Mann, warum kann ich immer so viel tragen? Wofür habe ich die Maschinen gekauft, wenn sie nicht gefüllt werden, Mann? So, jetzt kann ich nämlich gleich die nächste Lippenspritzmaschine eröffnen. Weil ich eigentlich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich es will. Ich komme ja kaum mehr nach. Verdammt, wir haben gleich den ganzen Laden freigeschaltet. Ich nehme das Game schon wieder viel zu ernst, Mann. So, jetzt. Her damit. Her mit der Kohle. Die Butter geht aus. Nein, schon wieder eine neue Maschine. Ich möchte gerne wissen, was das neue Gerät hier macht. Oh Gott, das macht bestimmt die Zähne weiß, oder? Oh nein, die Hupen. Oh nein, die Hupen. Oh nein. Oh mein Gott. Es ist wirklich einfach nur furchtbar. Aber hey, Leute, der Laden lübt. Mehr Hupen braucht das Land. Was ist das hier? Wahrscheinlich irgendwo Deko. Gel. Oh, sehr geil. Ich habe hier eine Gel-Ladestation eröffnet. Das ist natürlich wirklich Gold wert. Da kann ich nämlich hier direkt auch aufladen. So, okay, okay, wunderbar. Ja, ja. Haben wir hier noch? Mal gucken, was hier noch. Wahrscheinlich hier ist wirklich nur ein Gegenstand. Oh mein Gott, noch eine Maschine. Nein, bitte. Gar nicht mehr. Es ist wirklich so, als sowieso eine Raupe nimmersatt. Ich krieg nicht genug. Ich muss einfach alle komplett verschandeln und aufspritzen. Da kommt schon die nächste. Ich komme wirklich nicht nach mit Geld aufsammeln. Das hört sich einfach nur richtig dumm an, aber es ist. It is what it is. Dankeschön, danke. So, dann haben wir den noch hier. Wunderbar. Kann mir nicht jemand für mich das Geld einsammeln, bitte? Das ist echt nicht geil, wenn es hier einfach nur so rumliegt. Wollte es ja nochmal angemerkt haben. Geil. Geld. So, jetzt machen wir das noch. Ist wahrscheinlich auch wieder so eine Maschine. Yes, ich wusste es. So, das stacken wir jetzt nochmal ganz schnell. Weil es ist wirklich... Das neue Ding ist jetzt die Oberweite, ne? Die will jetzt jeder. Komm kaum mehr nach. Wie viele Kühe mussten sterben, um diese Butter hier irgendwie zu liefern? Was habe ich denn hier eigentlich? 300. Das machen wir auch noch schnell. So, gebt mir Geld.
Kommt, jetzt lass dann 15 Dollar nicht scheitern, Mann. Yes. Okay, ich glaube, wir haben fast alles, ne? Es fehlt nur noch hier hinten ein bisschen was, glaube ich. Oder wir haben alles. Wir haben es geschafft. Unsere Farm läuft, Leute. Der neue Botox-Farming-Simulator. Wir haben es geschafft. Wir haben alles freigeschaltet. Ihr könnt hier bei mir euch Hautkrebs... Und falls ihr euch den Hintern zu groß macht, bieten wir jetzt auch Brustvergrößerung an, damit ihr auch das Gleichgewicht halten könnt. Also ich biete alles an. Ich habe alles freigeschaltet. Ich bin super stolz mit meiner Praxis, meine neue Farm. Das ist der neue Botox Farming Simulator übrigens. Und was gibt's hier noch? Da kann ich auch noch ein bisschen Customer-Zeugs frei... Nein! Wunderbarst, meine lieben Freunde. So, ich würde sagen, genug gefarmt. Ich lasse mal die Farm hier ein bisschen weiterlaufen. Meine Mitarbeiter machen das ja. Suhle mich im Geld und nutze die Minderwertigkeitskomplexe anderer aus, die durch Social Media entstanden ist, um mich daran zu bereichern. Jetzt raus!